Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal einen echt großen Karton aus. Viel Spaß! Jetzt steht sie also endlich hier, die PlayStation 5, und ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, ich freue mich wie blöd auf diese Konsole, denn wir haben ja schon die Series S und Series X hier auf dem Kanal behandelt und vor allem in der ganzen Zeit, wo ich das Series X Review produziert habe und alles rausfinden wollte über die Konsole, um halt eben die Infos in das Review reinzupacken, habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wie hat Sony das wohl gelöst, so im direkten Vergleich, und jetzt ist sie endlich hier, die PlayStation 5. Ich muss mir die Frage nicht mehr stellen, ich kann es einfach ausprobieren. Und natürlich, ich weiß, ich bin jetzt nicht der Erste mit dem PlayStation 5 Unboxing, aber kommt schon. Ich musste das Ding hier mal noch vor die Kamera ziehen, um meine ersten Eindrücke auch mit euch teilen zu können. Denn gerade außenrum ist die Konsole ja auch sehr anders. Vor allem sehr groß, was man auch schon an dem Karton merkt. Aber gut, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht mehr so viel länger drumherum, sondern machen das Ding mal auf. Es waren ja einige recht sauer mit mir, würde ich schon fast sagen, weil ich die Pull-Tabs bei der Series X aufgeschnitten habe. Hier muss ich sie jetzt aber aufschneiden. Hier geht es nicht anders. Das sind keine Pull-Tabs. Das ist jetzt hier einfach so Plastik. Und ich habe auch schon ein paar anderen Videos gesehen. Ich habe gespickelt, ich bin ganz ehrlich, dass diese Verpackung hier, naja, ein bisschen kompliziert ist. Aber gut, ich schau mal, dass wir die hier irgendwie rauskriegen. So, wir haben einmal diese Umverpackung. Da ist dann der wahre PlayStation-Karton drin, sage ich jetzt einfach mal. Und in dem befindet sich jetzt wohl die Konsole. So, einmal hier oben aufmachen, aufhalten und ja, das sieht erstmal so aus, als ob hier nochmal ein Karton drin ist. Aber ich glaube, hier ist eigentlich hauptsächlich Zubehör. Der Controller ist hier drin. Ich nehme ihn mal ganz vorsichtig heraus. Um den will ich mich nämlich gleich noch kümmern. Das ist nämlich meiner Meinung nach einer der spannendsten Aspekte an dieser Konsole. Aber gut, ansonsten haben wir hier noch irgendwelches Papierzeug. Wir haben einmal ein Netzkabel. Kann man natürlich auch immer gebrauchen, damit das Ding Strom bekommt. Und jetzt hier wahrscheinlich, der Stand auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch das HDMI-Kabel. Da gab es ja ganz viel Tamtam darum. Ist es jetzt ein HDMI 2.1-Kabel? Ja oder nein? Es steht zumindest nicht drauf. Scheinbar soll es trotzdem eins sein. Ich werde es auf jeden Fall mal noch ausprobieren und dann kann ich euch da ein bisschen Rückmeldung geben. Und wie gesagt, der Stand ist ja auch noch drin. Den brauchen wir dann gleich. Der ist alleine schon ziemlich groß. Also wenn ich mir diesen Stand nur mal anschaue, das ist schon viel. Der hat hier unten diese coole Funktion, dass da so die Schraube drin versteckt ist. Also wenn man das hier so dreht, man kann das hier so drehen, ja, dann sieht man, dass hier aus diesem Fach die Schraube, die man braucht, um den Stand mit der Konsole zu verbinden, dass der hier mit drin ist. Finde ich eigentlich ganz geil gemacht, da kann man das Ding nicht verlieren. Aber gut, ich würde sagen, Kabel weg, irgendwelche Zettel weg. Wir kümmern uns mal um die PlayStation selbst. Es ist schon krass, wie anders die Unboxing-Erfahrung alleine schon ist. Einerseits, weil die Verpackung so viel größer ist und auch die Konsole so viel größer. Aber auch allgemein hat sich Sony echt keine Mühe gegeben, das irgendwie schick zu machen. Das ist ein Karton und dann ist das Ding da drin. Ich meine, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ey, wofür braucht man eine geile Verpackung bei einer Konsole? Die schmeißt ja eh gleich weg. Ich meine, ich habe die Verpackungen für die Series S und X auch schon weggeschmissen. Aber trotzdem so, wenn man sich sowas Neues kauft, ist schon cool, wenn es ein besonderes Erlebnis ist. So, ich ziehe das Ding jetzt mal hier raus. Alter. Gut. Ist ein Klopper, aber tatsächlich nicht so schlimm groß, wie ich jetzt schon befürchtet hatte, weil in den meisten Videos sagen Leute so, oh, das ist so riesig, keine Ahnung wohin mit dem Ding. Sony hat sich selber ja auch keinen Gefallen getan, als sie ihr eigenes Teardown oder Teardown-Video veröffentlicht haben und sie haben die Konsole so richtig weit vor so einen kleinen Mann gestellt und dann hat der Weitwinkel auch noch dafür gesorgt, dass das Teil enorm aussah. Aber jetzt gleich sehe ich es zum ersten Mal in echt. Ich meine, auch bei dem Design sind sich ja viele uneinig. Ich finde es auf Bildern geil. Schauen wir mal gleich, wie es in echt wirkt. Alter. Das Ding ist schön, wirklich. Geil! Ich hatte gehofft,
dass sie in echt so rüberkommt, wie sie es tut. Ich meine, ihr seht ja jetzt auch nur Bilder, aber ich stelle sie jetzt mal so hin, extra mit Absicht. Also nicht so wie die in dem Sony-Teardown-Video, so ganz nach vorne, dass sie riesig aussieht, sondern wirklich mal neben mich, damit ihr so ein bisschen einen Größenvergleich hier bekommt, der auch ein bisschen realistisch ist. Ich meine, es ist eine große Konsole, die größte, die es, glaube ich, jemals gab. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die ursprüngliche PlayStation 3, dieser Big Boy, ob der nicht vielleicht noch größer war, aber ist auf jeden Fall in derselben Liga. Alter, was für ein Ding. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auf Video sieht dieses Disc Drive hier an der Seite, was ja bei der Digital Edition nicht mit dabei ist, das sieht sehr fett aus. In echt geht's. In echt vergibt man Sony für dieses Ding. Also ich selber muss sagen, dass ich, wenn ich jetzt nicht die PlayStation hier zum Testen von Sony ausgeliehen bekommen hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich selber die Digital Version gekauft, weil jetzt mal ganz ehrlich, man braucht dieses Disc Drive eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, klar, man kann dann gebrauchte Spiele sich holen, Spiele, die man gekauft hat, danach wieder verkaufen, 4K Blu-Rays gucken und so, das ist mir alles bewusst. Aber ich bin so ein Typ, so, ich glaube, ich habe jetzt gerade mit der Xbox sehr Blut geleckt, was diese digitalen Käufe angeht. Und wenn man dann auch noch eine Konsole bekommt, die 100 Euro günstiger ist und dann auch noch schicker aussieht, ist es auf jeden Fall ein wilder Deal bei Sony. Aber jetzt, trotzdem muss ich sagen, es sieht auch nicht so schlimm aus mit dem Disc Drive. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch das irgendwie in der Top-Down-Perspektive mal gescheit zeigen kann, wie das Ding aussieht. Ah, hier, so sieht man es einigermaßen. Ich meine, es bringt halt ein bisschen Asymmetrie in die Konsole rein, dieses Disc Drive. Aber wenn man es mal nicht so hinstellt, sage ich mal, die Konsole, obwohl von der Seite ist auch ganz schön, sondern die sich so ins Regal stellt, dann geht's eigentlich. Obwohl, vielleicht finde ich es so doch besser. Ich weiß nicht genau. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, ich meine, am Ende des Tages, Design ist Geschmackssache, aber ich finde das Ding schick. So, wenn man sich das neben TV stellt, ist schon ganz geil. Aber gut, man kann sich ja nicht einfach so neben den TV stellen. Glaube ich zumindest nicht. Man braucht diesen Stand. Entweder macht man den hier so komisch auf die Unterseite. Ich glaube, da hat man hier auch, ja. So, jetzt könnt ihr sehen, hier haben wir diese PlayStation-Logos. Diese ganzen Knöpfe. Und wenn man genau an der Stelle hier diesen Adapter dran packt, dann kann man die PlayStation wohl einigermaßen gescheit hinstellen. Man muss es dann unten noch so drehen, dass es fittet. So. Und dann kann man die so hinstellen. Ach, es ist schon ein hübsches Ding. Es ist schon ein gewagtes Design. Möchte ich jetzt nicht abstreiten, aber ich werde es mit Liebe neben meinen Fernseher stellen, sagen wir es mal so. Und unten kann der Stand natürlich auch noch hin. Ich glaube, das machen die aus irgendwelchen Lüftungsgründen oder so. Aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher, wie der da überhaupt rangehört. Wahrscheinlich hier hinten. Ah, so geht's. Naja, ohne Stand war die Konsole irgendwie schöner. Braucht man den wirklich, wenn die aufrecht steht? Ich meine, nicht unbedingt, oder? Na egal, das kann ich später noch rausfinden. Jetzt kümmern wir uns erstmal noch um den Controller. Pass mal auf, ich stelle die PlayStation hier so schön hin, dass man sie noch die ganze Zeit sehen kann. Denn, ja, der Controller ist so für mich, habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, so ein bisschen der spannendste Aspekt an dieser Konsole. Weil, ich meine, klar, Rechenleistung und Grafik so, das sind alles spannende Punkte, aber der Controller ist so das Verbindungsstück zwischen einem selbst und dem Spiel. Und ein richtig guter Controller wirkt sich, glaube ich, deutlich mehr auf das Spielerlebnis aus, als, sag ich mal, jetzt noch ein Shading-Effekt oder wie auch immer mehr oder, keine Ahnung, 10 FPS mehr. So, der Controller ist schon ein wichtiger Aspekt. Und wenn ich hier mal so reingucke, dann sehe ich schon direkt dieses geile Design. Also ganz ehrlich, optisch werden mir wahrscheinlich jetzt auch wieder einige widersprechen. Aber optisch macht der echt was her, meiner Meinung nach. Ich habe den jetzt mal in der Hand. Viele meinten ja, wenn man den das erste Mal in die Hand nimmt, wirkt der direkt deutlich hochwertiger als der Xbox Controller. Und ich habe jetzt den von der Series X nochmal hier. Ich stimme nicht zu. Also der ist leichter von der Series X, so der ist ein bisschen schwerer von Sony. Und ja, er ist nicht ganz so
Na, obwohl der ist auch nicht flexibel. Keine Ahnung. Ich würde das Statement auf jeden Fall nicht unterschreiben. So, ich finde, der fühlt sich hochwertig an, aber ich finde jetzt auch den von der Xbox nicht schlecht. Und der von der Xbox ist deutlich leichter. Was aber den Controller hier von Sony so interessant macht, sind die ganzen Features. Der hat ein Touchpad hier vorne drin. Das ist eine Sache, die kennen wir schon von der PlayStation 4. Aber es gibt zum Beispiel jetzt auch diese neuen adaptiven Trigger, die einen höheren Widerstand generieren können, je nachdem, was man gerade im Spiel steuert. Also gerade für ein Rennspiel zum Beispiel, wenn das Auto so ein bisschen zu kämpfen hat mit der Leistung, könnte man je nachdem, wie doll die Motorbelastung gerade ist, so den Trigger anpassen. Das sind so Sachen, die probiere ich gerne gleich mal noch aus. Und ja, wir haben auch die neuen Vibrationsmotoren, sage ich mal. Denn in dem Xbox-Controller ist noch ein relativ herkömmlicher Motor drin. Das ist einfach so eine Umwucht, sage ich mal. So ein einseitiges Gewicht, das im Kreis gedreht wird, damit der Controller vibriert. Und der kann echt gut vibrieren. Der hat ja auch vibrierende Trigger und so, der Xbox-Controller. Also der macht schon Spaß. Aber was Sony jetzt hier mit dem PlayStation-Controller gemacht hat, soll halt nochmal eine ganz andere Welt sein. Weil diese Motoren, die hier drin sitzen, ähnlich wie die Taptic Engine zum Beispiel im iPhone oder der Apple Watch, sich nicht im Kreis dreht, sondern ein Gewicht hin und her bewegt. Und das kann man halt deutlich präziser steuern und damit kann man so richtige Schläge in den Controller einprogrammieren, sage ich mal. Der Xbox-Controller, der kann halt vibrieren, stärker oder schlechter, that's it. Aber hier kann man so einen richtigen Ruck oder so mit reinpacken. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Wir haben hier auch USB-C und einen integrierten Akku, finde ich sehr gut, auch wenn die Akkulaufzeit von dem Ding nicht ganz so geil sein soll. Also hier spielt man ja gerne mal 50 Stunden mit, hier eher nur so 6, 7 habe ich gehört. Aber gut, ich würde vorschlagen, ich baue das jetzt hier alles mal ab und nehme euch noch kurz eine Runde mit, weil diesen Controller auszuprobieren, das ist was, worauf ich mich extrem gefreut habe. So, ich habe die PlayStation jetzt mal aufgebaut und angeschlossen und ganz ehrlich, so wie die da steht, ja, sie ist groß, ich will es nochmal sagen, aber ey, was für ein schönes Ding. Gerade bei mir mit dem blauen Licht, das passt so gut in das Setup. Aber wir sind ja jetzt hier, um ein bisschen mit dem neuen Controller rumzuprobieren, um ein bisschen zu schauen, wie der so läuft. Und ich bin mega gespannt. Es gibt auf jeder PlayStation 5 ein vorinstalliertes Spiel, das heißt Astro's Playroom. Und das soll die Fähigkeiten von dem Controller richtig gut zeigen. Und ich würde sagen, wir schauen da mal kurz rein. So. Ich habe gerade zum ersten Mal die Vibration von dem neuen Controller gespürt. Das wird gut, das wird gut, ich freue mich. Das ist schon nice, das ist wie ich gesagt habe, man kriegt so einen richtigen Schlag in den Controller, dass du nicht einfach nur bzzz, der vibriert, sondern er macht wirklich so, während diese Blöcke da auf dem Bildschirm reingeflogen sind, so tak, 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 in deine Handflächen rein, das ist schon geil. Aber gut, jetzt Trigger-Effekt. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich dachte, dass einfach nur der Widerstand von der ganzen Taste angepasst werden kann. Aber es gibt sowas wie einen internen Knopf nochmal, so eine Hürde, über die man rüber muss. Vielleicht kennt ihr das von manchen Autos, wenn man das Gaspedal durchdrückt, haben die unten nochmal so einen Knopf, den man dann drücken kann, wo man, wenn man das Pedal quasi richtig auf den Boden drückt. So ungefähr fühlt sich dieser Trigger-Effekt an. Es ist so ein Stückchen weit leicht und dann kommt so ein Widerstand, gegen den man ankämpfen muss. Aber ich glaube, dieser Widerstand kann halt eben angepasst werden. Das müssen wir gleich mal im Spiel gucken. So fühlt sich es auf jeden Fall schon mal cool an. So, weiter, was haben wir noch? Touchpad, ja gut, ist jetzt nicht so besonders. Das kennen wir ja schon von der PlayStation 4. Und jetzt noch als letztes Bewegungssensor. Ja, das ist natürlich geil. So, ihr seht genau, wie ich meinen Controller bewege. So bewegt sich auch der Controller auf dem Bildschirm. Das ist eine Sache, bei der ich sagen muss, dass ich sie bei der Nintendo Switch mega feiere. Zum Beispiel bei Legend of Zelda Breath of the Wild kann man ja auch den Controller so leicht neigen, um zum Beispiel beim Bogenschießen die Ziele besser zu treffen. Und das funktioniert unglaublich gut. Und ja, dass der PlayStation 5 Controller das auch drauf hat, ist natürlich nice. Was mir jetzt hier nochmal zusätzlich auffällt, ist, dass die über die Vibration
Fusionsmotoren quasi so ein Gefühl erzeugen, als ob da so Kugeln in dem Controller drin rumkullern würden. Also wie als hättet ihr so eine Schachtel, wo ihr so 5 Murmeln reingepackt habt, dann macht ihr die Schachtel zu und dann würdet ihr die Schachtel so bewegen. Das ist ein Effekt, den haben wir auch schon bei der Switch gesehen, HD Rumble hieß es da, aber hier funktioniert es viel besser. Also das ist wirklich kein Vergleich, das fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Die Vibration ist nicht so stark bisher, wie ich das vermutet hätte, aber Bock macht es auf jeden Fall. Also sie fühlt sich sehr präzise an. So, los geht's. Jetzt bin ich mal auf das Spiel gespannt. Wie werden die diese Features da integriert haben? Jetzt hab ich hier so den Controller irgendwo drauf. Gut, ich kann... Ah, so auf X kann ich springen. So, holen wir uns mal hier die Münzen. Ach, das ist schon cool. Also man spürt quasi jeden Schritt von diesem kleinen Männchen. Ah, man kann einen Doppelsprung machen. Oh, man kann fliegen sogar. Na, ist ja easy. Ah, jetzt kann ich hier quasi diese Glasscheibe zerbrechen mit meinem Laser. Das ist schon geil. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so mega das starke Rumble wie bei der Xbox, aber es ist halt so präzise. Wie mache ich das kaputt? Warte. Ah, auf Kreis kann ich schlagen. Bam, bam, bam. Das ist schon nice. Das ist schon alles sehr nice. CPU-Plaza. Sind jetzt hier so ein kleiner Computer quasi. Ah ja, klar. Hier ist der Lüfter. Hier ist die CPU. Da hinten ist vielleicht irgendwo noch eine GPU. Da ist eine originale PlayStation. Aber auch hier, wenn man auf diesem Boden läuft, jeder einzelne Schritt wird in diese neuen Vibrationsmotoren übertragen. Und das fühlt sich super angenehm an, weil die können halt sehr, sehr leicht und sehr präzise vibrieren. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Schritt mache, dann ist es jetzt nicht so bam, 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 bam. Oder wenn es jetzt ein Xbox- oder Switch-Controller wäre, dann müsste ja jedes Mal so bzz, 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 so leicht vibrieren. Das ist jetzt hier halt gar nicht der Fall. Das ist wirklich nur so ein ganz leichtes Tick, 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 Tick bei jedem Schritt, den man macht. Und das ist, also wenn das die Entwickler geil in die Spiele integrieren, oh, GPU-Dschungel, da könnten wir hingehen. Was gibt's noch so? Was kann der Lüfter? Cool Springs, ah, ich glaube, da gehe ich rein. Das habe ich in den meisten Demo-Videos, die ich selber bisher angeschaut habe, gesehen. Und das werde ich unbedingt mal selber ausprobieren. Ich glaube, dass diese Eiswelt, wo man dann auch nochmal einen Unterschied zwischen dem metallenen Boden und dem Eisboden hat, ich bin mal gespannt. Also das hier fühlt sich jetzt schon so ein bisschen gläsern an. Hier, man spürt halt, wenn ich hier laufe, wo kein Ventilator ist, ist der Controller verhältnismäßig ruhig. Wenn ich hier drauf gehe, fängt er direkt an, so ein bisschen zu vibrieren. Das ist schon ganz geil. So, ab in die Rutsche. Ach nein! Man spürt durch den Controller, wie rau die Rutsche ist. Zu verrückt. Und auch das Reinsplashen ins Wasser hat direkt Spaß gemacht. Das Wasser fühlt sich natürlich auch direkt wieder anders an als der Boden. Hier jetzt der Sand macht einem fast schon... Ja, der fühlt sich halt weicher an. Das ist jetzt auch interessant. Schau mal, auf dem metallenen Boden, wo ich bisher gelaufen bin, war halt jeder Schritt so ein Tick, 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 Tick. Jetzt hier auf dem Sandboden ist es eher so eine weiche Bewegung, so ein Wuh, Wuh, Wuh. Und man spürt den Unterschied und es zieht einen schon mehr in das Game rein. Das ist schon ganz geil gemacht. Was will denn jetzt dieser Typ von mir? Halt dein Maul. Bam. Nein. Habt ihr gerade gesehen, was ich da zerschlagen habe? Das war irgendwas aus Glas. Und ich schlag das kaputt und man spürt das. Wenn man mich gefragt hätte mit verbundenen Augen, was habe ich da gerade zerschlagen, hätte ich wahrscheinlich Glas gesagt. So, die Holzkiste hier, kann ich die auch kaputt machen? Nee, kann ich nicht, ich kann nur sterben. Naja, ich habe mein Bestes versucht. So, schauen wir mal, ob ich hier noch irgendwas anderes kaputt machen kann. Hier sind noch Gegner. Ja, die fühlen sich so an, so ein Schlag, wumm, dann macht der Controller einmal einen Satz und dann sind die weg. Aber wenn ich jetzt hier das aus Glas nochmal zerschlage... Oh. Nee, ich muss schon sagen, mein erster Eindruck von dem Controller... ist sehr, sehr geil. Ich bin mal gespannt, was die Akkulaufzeit sagt. Ich bin mal gespannt, was die Spiele noch machen. So, es gibt natürlich eine Menge Aspekte, die da reinzählen. So, wie gut eine Konsole am Ende des Tages ist. Aber mein erster Eindruck ist positiv.
Ich werde die jetzt ein bisschen ausprobieren. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr noch über das Ding erfahren wollt. Dann schaue ich mal, dass ich das in meine Review dann noch irgendwann reinpacke. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauern wird mit dem PlayStation Review. Ich meine, vielleicht teste ich die auch mal noch ein bisschen länger, bevor ich da mein finales Fazit dann ziehe. Aber ja, ich freue mich nichtsdestotrotz sehr darauf und bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Über Feedback zu diesem Video würde ich mich natürlich auch wie immer unten in den Kommentaren oder via Bewertung freuen, aber ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.